Willkommen alle, die uns zugeschaltet sind. Ja, es ist heute wieder, wie gesagt, schon ein sehr schöner Tag draußen. Kann man spazieren gehen, auch im Wald ein bisschen, im Garten, wenn die einen Garten hat. Das ist doch wunderbar. Ja, wir werden natürlich auch für unsere Kranke beten. Michael hat wieder zu viel gearbeitet, ne? Dem geht's nicht so gut, ja. Na, unseren lieben Bruder Karl-Heinz habe ich besucht. Vor der Gebetsstunde habe ich gedacht, ich schaffe noch zur Gebetsstunde, aber die haben mich gar nicht mehr losgelassen. Der hat mir fast sein ganzes Leben erzählt. Ja, der ist ein bisschen verwirrt, ja, nicht ein bisschen, sondern auch ziemlich verwirrt. Da müssen wir für ihn beten, dass Gott Gnade schenkt. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, unser schwacher Körper. Dann haben wir nächste Woche, da gibt es einen Termin. Dann gibt es eine Tochter für unser Machthab, ja? Nächste Woche, glaube ich, hast du einen Termin, ja? Dann habt ihr eine Tochter. Da beten wir aber natürlich, ja, wir haben gehört von Anfang an, danke dir, dass du gesagt hast, bittet und wer da bittet, der was? Und wer da nicht bittet, der natürlich, der bekommt nichts, ne? Ja, lasst uns wirklich für unsere wunderbaren Geschwister beten. Danke dir, Jesus. Du bist so wunderbar, danke dir für den Michael, ja, der immer dir treu gedient hat, der ihm auch jetzt körperlich nicht so gut geht. Und da danke wir dir, dass du dafür dein Leben gelassen hast und die Schwachheit unseres Körpers auf dich genommen hast. Und wir sprechen einfach zu dieser Krankheit, ob das jetzt Gicht oder Schmerzen sind, die sollen im Namen Jesu verschwinden. Danke dir dafür, dass du der Herr bist und dass du Gott bist und dass du manchmal, Herr, Dinge zulässt, die vielleicht uns ein bisschen zur Ruhe bringen. Danke, Herr, dass du alles in deiner Hand hast. Du bist der Herr der Lage. Wir preisen dich dafür, auch für unseren wunderbaren Bruder Karl-Heinz. Du weißt doch, wie es ihm geht, dass er so ein bisschen verwirrt ist. Und da bitten wir dich einfach, Vater, im Namen Jesu, dass du ihn besuchst, dass du ihn wieder komplett wiederherstellst nach der Operation. Es ist egal, was die Ärzte sagen. Du hast das letzte Wort zu sagen im Leben eines jeden von uns, Herr. Danke dir dafür, dass unser Leben in deiner Hand ist. Du hast gesagt zu deiner Martha oder zu Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, ja, mein Bruder wird irgendwann aufstehen. Nein, du hast gesagt, ich bin die Auferstehung. Ja, und du kannst deine Situation sofort verändern. Und deswegen danken wir dir dafür, dass wir unsere wunderbaren Geschwister, die krank sind, die auch zugeschaltet sind, vielleicht auch mit Corona krank sind, die einfach deine Hilfe brauchen, dass du einfach Menschen berührst durch deinen Geist, den du gesandt hast, gerade auch deswegen, ja, den schwachen Körper des Menschen neu zu beleben, wiederherzustellen. Vater, danke, dass wir in deinem Namen, Jesu, Heilung aussprechen dürfen, Wiederherstellung. Auch diejenigen, die heute da sind, leg einfach deine Hand da, wo es dir Schmerzen tut. Und wir gebieten im Namen Jesu, jeglichen Schmerz, jegliche Problem aus dem Körper zu weichen. Herr, dass du dich verherrlichst im Leben jedes Einzelnen von uns. Danke dir auch für ihr Machthab, dass ja, eine Tochter erwartet, und da bitten wir dich, wenn die jetzt die Woche ins Krankenhaus kommt, dass da alles gut verläuft und dass du dieses neues Leben geschenkt hast, das Leben, was aus dir kommt. Danke für jede einzelne Familie, für jede einzelne deine Kinder, Herr, auch besonders für die kleinen Kinder, die jetzt auch in Kinderstunde gehen, dass du einfach sie beschützt und bewahrst. Danke für den Dienst, den ein jeglicher tut, Herr, denn du belohnen wirst aus Gnaden. Amen. Halleluja. Haben wir Kinderstunde heute? Ja? Helene, bleib mal noch ein bisschen hier. Ich habe letzte Woche haben wir so einen schönen Blumenstrauß überreicht und dann habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Eigentlich müsste jeder einzelne von euch eins kriegen. Gell? Ja. Da habe ich gedacht, wir haben solche wunderbare, ja, wirklich Menschen, die einen Dienst tun, ob das jetzt Kinderstunde ist, ob das jetzt Lobpreis ist. Danke euch einfach, ja. Und ob das jetzt auch Ordnerdienst ist, was auch immer das ist, oder Predigtdienst ist, ja, eigentlich haben jeder einen schönen Blumenstrauß verdient, ha? Oder? Ja. Ihr Lieben, ja, das ist wirklich so. Ja, ohne den Heiligen Geist würde das nicht funktionieren. Ich einfach möchte euch von ganzem Herzen danken für jeden Einzelnen, der einen Dienst hier tut, egal was das auch ist. Ja, ja, und den größten Blumenstrauß und den größten Lohn bekommen wir, wenn wir da oben sind. Das glaubt ihr aber, ja. Dann wird uns der rote Teppich ausgerollt.
Ja, und alles, was wir dann hier auf Erden getan haben, für das alles werden wir von dem Herrn belohnt werden. Ist das so? Ja. Amen. Ja, das ist so. Nichts, was wir tun, ist vergeblich. Der Herr segne euch auch im Kinderdienst, ja, dass die Kinder auch gehorsam sind und dass er ihnen etwas beibringt, was für die Ewigkeit wichtig ist. Amen. Danke, Herr. Ja, wir haben letzte Woche vom Heiligen Geist gesprochen, wir haben Pfingsten gehabt und haben gedacht, heute sprechen wir auch noch ein bisschen davon. Ja, eigentlich ist das auch so, ja, dass ohne ihn würde das auch gar nichts funktionieren. Das ist, wir haben schon lange zum Beispiel kein Mitarbeitertreffen gehabt und ich wundere mich, dass trotzdem alles funktioniert. Und das, ihr Lieben, haben wir wirklich nur dem Heiligen Geist zu verdanken. Ohne ihn würde gar nichts laufen, absolut nichts laufen, ja. Ich weiß auch nicht, ja, manchmal fragt mich jemand, ja, wie ist das bei euch, aber auch finanziell in der Gemeinde? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, aber unser Kassenwart sagt, wir können unsere Miete bezahlen. Wie auch immer das funktioniert, ihr Lieben, ja, es sieht nicht in allen Gemeinden das so aus, ihr Lieben. Ja, wir haben auch mit meiner Frau mal Gemeinden besucht, die haben das Opfer eingesammelt. Habt ihr gemerkt, wir machen das nicht, ne? Ja, als wir die Gemeinde hier übernommen hatten, hatte die Gemeinde über 40.000 Schulden gehabt und jetzt haben wir Plus. Ist das nicht wunderbar? Ja. Wir haben Gemeinden besucht, die haben das Opfer eingesammelt und am Schluss, als wir dann rausgingen, standen sie noch einmal, haben eingesammelt und die haben kein Geld. Es reicht ihnen nicht. Das ist wirklich so, ja. Und das ist es, ihr Lieben, was den Heiligen Geist ausmacht, wirklich. Manchmal staunst du einfach darüber, sagst du, wie funktioniert das überhaupt? Wie können wir hier als so einen kleinen Häuflein, die wir sind, 3.500 Miete zahlen? Aber es geht. Ich weiß nicht wie, aber es geht, ihr Lieben. Ja. Und wir haben bewusst alles zur Seite gelegt und wir haben gesagt, wir sprechen nicht über das Geld, so wenig wie möglich über das Geld, weil wir sollen trachten zuerst nach dem, was droben ist. Alles andere hat der Herr versprochen, es zu geben. Und es funktioniert wirklich. Warum? Weil Gott dahinter steht, ihr Lieben. Das ist einfach so. Weil der Heilige Geist das alles macht, ja. Wie das alles funktioniert, oder Kinderdienst, ob das jetzt Aufräumen ist, wie auch immer, es funktioniert nur deswegen, weil der Geist Gottes dahinter steht. Nicht, weil ich es bin oder jemand andere von uns, nur weil der Geist Gottes ist. Ihr Lieben, Pfingsten ist etwas Gewaltiges geschehen. Ja, haben wir letzte Woche gehört. Danke dir, Franke. Wunderbare Botschaft, ja. Es hat sich etwas von Grund auf verändert. Es ist nicht ein bisschen etwas repariert worden, sondern Gott hat etwas ganz Neues geschaffen. Und die Jünger waren natürlich sehr traurig, als Jesus öfters mal gesagt hat, ich muss gehen. Ja, weil sie waren damit ja nicht so eingestellt und sie wollten auch nicht, dass Jesus geht, weil wir uns manchmal an andere gewöhnt haben. Und wenn jemand fehlt, so wie der Michael ist, sind wir natürlich traurig, dass er heute nicht da ist. Ja. Bei Jesus war es nicht anders. Als er gesagt hat, er möchte gehen oder er wird gehen, da waren sie natürlich Fragen, haben keine Fragen gestellt, weil sie überhaupt traurig gewesen sind, dass er geht. Aber in Johannes 16 finden wir eine Bibelstelle, lass uns mal die betrachten, von Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich für euch, ja, dass ich weggehe. Klingt natürlich jetzt total komisch, ja. Es war ja immer gut, Jesus hat ja immer für die gesorgt und hatte immer eine Antwort gehabt für ihr Leben und hat immer Probleme gelöst und so weiter, auch wenn es die Speisung der 5000 war oder wie auch immer. Ja. Und deswegen natürlich war es gut, dass er immer auch bei ihnen war. Denn da sagte er, wenn ich weggehe, wird der Beistand oder Parakletos, das heißt der Helfer, ja, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünden, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Davon wollen wir heute ein bisschen darauf eingehen, über diese drei Dienstbereiche des Heiligen Geistes. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen.
Jesus sagte zu ihnen, dass er geht. Ja. Und durch den Körper, den Jesus hatte, war er eingeschränkt. Er kann nicht überall sein. Das ist auch so wie, jetzt bist du da, das heißt, du bist nicht mehr zu Hause. Ja. Wenn du zu Hause bist, bist du nicht mehr da. Michael ist zu Hause, also ist er nicht hier. Ja. Das ist die Eingrenzung unseres Körpers. Wir können nicht überall zur gleichen Zeit sein. Doch den Dienst, den Jesus vorgesehen hat, der geschehen soll, ist nur möglich, wenn jemand anwesend ist, und zwar überall gleich. Auch bei dir, auch bei mir, auch bei dir, auch bei mir, überall zugleich. Ja. Er ist nicht heute hier, sondern er ist auch in Stuttgart, in BGG, in anderen Ortsgemeinden. Er ist allgegenwärtig. Genauso wie die Luft, die wir jetzt einatmen, die ist überall, so ist Gottes Geist überall. Ja? Wird auch mit dem Wind verglichen. Natürlich, als er ihnen sagte, ich werde euch verlassen, da waren sie natürlich sehr traurig. Und Thomas sagte, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und im Grunde genommen haben sie kein großes Interesse gehabt, auch zu wissen, ja, dass Jesus ihnen das auch richtig erklärt, warum er geht, sondern die waren einfach traurig. Und dadurch, dass sie traurig waren, wollten sie auch gar nicht nachfragen, ja, und wollten auch gar nicht wissen, dass er weg ist. Das hat ihnen eigentlich gar nicht gepasst. Und aber ohne den Heiligen Geist wäre der Dienst hier auf Erden nicht möglich, der Dienst der Gemeinde hier auf Erden nicht möglich. Dass die Gemeinde überhaupt funktionieren, ihr Lieben, ist ein Dienst des Heiligen Geistes. Das ist immer so bei uns, ja. Wir haben schon durch diese Corona-Krankheiten, ja, dieser Virus, haben wir schon längere Zeit kein Mitarbeitertreffen gehabt und man kann sich auch nicht so oft treffen. Und ich wäre froh und glücklich, wenn wir mal auch ein gemeinsames Essen machen würden, oder? Sollen mal nachfragen, ja. Warum können wir nicht gemeinsam essen? Haben wir darum gebetet? Ja, haben wir gehört, ja, von Anfang an. Wenn wir beten, dann bekommen wir das. Wollen wir die Masken weghaben? Wollt ihr sie weghaben? Hast du darum gebetet, dass sie wegkommen? Aha. Ihr Lieben, wir als Gemeinde Jesu Christi haben großen Einfluss, von dem wir eigentlich auch gar nicht begreifen, wie groß der ist und dass wir das auch nützen können, dass Veränderungen geschehen. Wollen wir das heute machen, dass die Masken verschwinden? Wollen wir beten heute? Machen wir. Ja. Ihr Lieben, manchmal wundert man sich überhaupt, wie eine Gemeinde aus verschiedenen Leuten, total unterschiedlichen Mentalität, Sichtweisen, dass eine Gemeinde überhaupt funktioniert, oder? Man wundert sich ja. Und das, ihr Lieben, ist nur dem Heiligen Geist zu verdanken. All die Dienstbereiche, all die Ortsgemeinden, die überall existieren und auch die weltweite Gemeinde Jesu Christi, seit über 2020 Jahren existiert die Gemeinde Jesu. Unter Umständen auch Verfolgung, Hungersnot, Probleme, Schwierigkeiten, Corona, wie auch immer, lebt die Gemeinde immer noch. Und die Pforte der Höhle werden sie, wer weiß das, nicht überwältigen. Das Einzige, was auf dieser Erde überhaupt uns Menschen helfen kann und will, was uns zu Positive verändert, was die Umstände zu Positive verändert, ja, zum Gute verändert, ist wirklich nur der Geist Gottes und die Wahrheit. Ja. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist nicht Schlussfolgerung, die auf Fakten oder Argumenten oder Zeugen basiert. Das könnte zum Beispiel eine juristische Wahrheit sein, sondern wir sprechen hier von göttlicher Wahrheit. Ja? Es ist nicht eine Wahrheit von vielen, es ist die Wahrheit. Okay? Das ist die Wahrheit. Wir wissen nicht, wohin du gehen willst, sagte Thomas zu ihm. Wir kennen auch den Weg nicht dorthin. Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Interessant, dass Jesus hier in Kapitel
ja, 14 oder 15 oder 16 immer wieder den Geist der Wahrheit nennt. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, ihr Lieben. Was ist schon richtig, was ist schon falsch heutzutage? Meinungen gehen sehr weit auseinander. Und der Apostel Petrus sagt, als neugeborene Kinder begierig ich danach, ja, diese Wahrheit aufzunehmen, damit ihr durch sie wächst und zunehmt. Das, was zum Pfingsten passiert ist, ihr Lieben, sollte die ganze Welt revolutionieren. Im Pfingsten erlebten die Jünger damals einen bevollmächtigten Dienst des Geistes, ihr Lieben. Das war was ganz Gewaltiges, das war was ganz Großes, haben wir letztes Mal davon gehört. Das war was ganz Neues, das war ganz was anderes, ihr Lieben. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, über den Baum der Erkenntnis, könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern, ja? Und dann haben wir gesagt, dass von Anfang an zwei verschiedene Arten von Leben wir lesen. In 1. Mose, Kapitel 2, als Gott den Menschen geschaffen hat. Und das gleiche auch in 1. Mose, Kapitel 3, wo Gott den Menschen aus dem Garten herausgetrieben hat. Und sie mussten dann schwer arbeiten und so weiter, die Erde zu bebauen. Das waren ganz zwei unterschiedliche Lebensarten. Das erste im Paradies, das zweite außerhalb von Paradies. Das erste war das Leben, das zweite war was, wer weiß das? Ha? Das war Überleben, ja, das, so kann man das wirklich sagen. Ja, das ist das Leben, das sind total zwei unterschiedliche Leben, total zwei unterschiedliche. Das erste in der Gegenwart Gottes, das war das Leben. Das zweite, haben wir gesagt, war nicht das Leben. Das war, Dankeschön, Überleben. Das ist ein Kampf, ein Lebenskampf, der bis heute stattfindet. Wenn wir das vergleichen zu dem Dienst, den damals die Jünger hatten, wo sie zum Beispiel Petrus zweimal aufgestanden ist, das erste Mal, bevor die Ausgießung des Geistes war, und das zweite Mal, wo die Ausgießung des Geistes war, dann stellen wir genauso fest, das sind zwei total unterschiedliche Dienste. Der eine Dienst war im Fleische und der andere Dienst war im Geist. Das erste Mal ist er aufgestanden und er sagt, so, wir sind 11, wir brauchen den 12. Und da beten wir jetzt mal kurz darüber, dass der Herr uns zeigt, wer der 12. sein sollte. Und dann haben sie zwei zur Verfügung gehabt. Ja, da heißt es, Matthias war das und der andere, die hieß dann noch einmal Barsabas. Und dann haben sie natürlich keine Antwort bekommen auf Gebet. Ja. Was haben sie gemacht? Sie haben natürlich dann losgeworfen. Ja. Das Los fiel auf Matthias und das war sozusagen eine neue Art, die Erfüllung des Geistes. Petrus steht auf und sagt, so, jetzt ist der Geist Gottes gekommen, jetzt machen wir mal was. Wir wählen den 12. Nichts drin. Ja? Okay, ihr Lieben, das sind zwei total unterschiedliche Dienste. Das einmal, wo er aufgestanden ist, wo sie selbstständig etwas gemacht haben, wo Jesus überhaupt gesagt hat, er macht überhaupt nichts. Wartet mal zuerst mal, bis der Heilige Geist kommt. Seid mal ruhig und warte mal, ja. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann setzt du dich hin und warte einfach, bis Gott etwas tut. Manchmal ist es einfach so. Manchmal kommt es Zeit, ihr Lieben, und heute haben wir so eine wunderschöne Zeit. Dann musst du viel Geduld haben, musst du viel warten, ne? Bis die Masken verschwinden, bis du wieder in Urlaub fahren kannst und so weiter. Ja? Aber meine Kinder sind ja trotzdem unterwegs, sind jetzt in Quarantäne 2 Wochen irgendwo in Bangladesch oder wo sind die? Ha? In Bangkok, wieder auch immer, müssen sie da 2 Wochen warten auf Quarantäne, bis sie weitergehen. Also das ist heutzutage so eine Geschichte, ja. So, aber es geht ihnen gut. Zum Essen können sie sich da nicht gewöhnen. Natürlich, da gibt es was anderes. Da gibt es höchstwahrscheinlich Schlangensuppe oder wie das auch immer heißt. Aber Obst und Gemüse sollen nicht schlecht sein, haben sie gesagt. Ja, ihr Lieben, so ist das einfach so, ja. Dass, wir lesen hier absolut zwei unterschiedliche Dienste. Das eine in Apostelgeschichte 2.
Ja, wo dann auf einmal Petrus aufsteht und dann sagt, ja, was ist los, seid ihr da betrunken und so weiter? Nein, 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 das ist das, was geschehen ist durch den Propheten Joel und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und so weiter. Das, ihr Lieben, ist was ganz anderes, als wo er erst einmal aufgestanden ist und hat gesagt, wir wählen den Zwölften. Wer war eigentlich der Zwölfte, der dazu gewählt werden sollte? Wer war das? Wen hat Jesus denn erwählt als Zwölfte? Wer weiß das? Das ist mein auserwähltes Werkzeug, hat er zu Paulus gesagt. Der war der Zwölfte, den Jesus erwählt hat. Das, was Sie gemacht haben, ihr Lieben, ist ein Dienst des Fleisches. Da müssen wir einfach das erkennen, dass Gott einfach uns deutlich zeigen möchte, den deutlichen Unterschied zwischen dem, der uns sichtbar scheint, als würde das so sein, wie das ist. Das erste Mal war das Leben Adam und Eva im Paradies. Das zweite Mal sehen wir auch, sie lebten auch natürlich. Das war ja auch das Leben. Doch die Bibel spricht uns von zwei unterschiedlich, total unterschiedlichen Leben. Das eine war das Leben wirklich, das andere war kein Leben. Das war der Tod. Die Menschen leben nicht, sie sind tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das mag jetzt wohl auf den Kopf gestoßen sein, aber das ist kein Leben. Okay, das ist kein Leben. Das zweite war kein Leben. Ja? Das Leben war weg. Das Leben aus Gott sprechen, das war weg. Und das war nur ein Kampf, der bis heute noch existiert. Doch das, was Gott möchte, das, was Gott wollte, dass wir wirklich als Menschen leben. Das, was Gott möchte, auch durch das Pfingsten, dass wir etwas anderes erleben, als dass wir uns als Gemeinde vorstellen, was ein Dienst des Geistes ist, was ganz anderes. Es waren beide Dienste. Petrus ist hier aufgestanden, Petrus ist auch da aufgestanden. Hier ist er aufgestanden, hat er gesagt, wir brauchen den Zwölften, da werfen wir einfach das los. Und dann wurde er dazu getan, aber das war nicht der Dienst, den Gott vorgesehen hat. Ihr Lieben. Pfingsten, ihr Lieben, ist was ganz anderes geschehen. Wenn wir als Menschen unter Gottes Geist, unter seine Führung kommen, ist etwas ganz anderes. Was war der Unterschied zwischen dem ersten Auftreten und dem zweiten Auftreten von Petrus? Ja, ein gewaltiger Unterschied. Das eine war im Fleische geschehen, das andere war im Geiste geschehen. Was war denn der Unterschied zwischen Leben Adam und Eva im Paradies und zwischen dem Leben, wo sie aus Paradies hinausgetrieben worden sind? Das war ja auch Leben. Natürlich bezeichnen wir das als Leben. Ja. Aber das ist nicht das Leben, was Gott vorgesehen hat. Überhaupt nicht. Ja. Total. Etwas anderes. Wir lesen hier, was wir gelesen haben, sind drei unterschiedliche Dienste oder Dienstbereiche des Heiligen Geistes, wozu er überhaupt auf diese Erde kam und was er möchte bewirken. Die Menschen, die sich überführen lassen wollen, sie erkennen dreierlei hier. Die Sünde des Unglaubens an der Erlösung Jesu Christi, die Unvollkommenheit seiner eigenen Gerechtigkeit und dass er deswegen unter dem gerechten Gericht Gottes steht. Ja, gleichzeitig wird ein solcher Mensch aber auch erkennen, dass Erlösung von Sünden, Befreiung von Gericht Gottes und eine vollkommene Gerechtigkeit allein nur in Jesus Christus ist. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, lesen wir in 1. Korinther, weissert von Gott Gerechtigkeit, Heiligkeit oder Heilung und Erlösung. Ihr Lieben, Sünde ist keine Verfehlung. Es ist nicht so, dass du falsch abgebogen bist. Ja. Und jetzt kannst du umdrehen und dann hat sich's damit erledigt. Das, was damals geschehen ist, ihr Lieben, wir haben das Leben verloren. Der Mensch hat das Leben verloren. Und er musste aus der Gegenwart Gottes ausgetrieben werden.
Der Lohn dieser Sünde, die damals begangen worden ist, was heute so harmlos gemacht wird. Ah, das Sünde, das ist doch nicht so schlimm. Ja, doch, das war sehr schlimm. Der Tod ist nämlich gekommen, ihr Lieben. Das ist nämlich das gekommen, was wir heute gehört haben. Ja? Krankheit, Probleme, Sorgen, Schwierigkeiten. Kommst aus einem Problem raus, kommt das zweite Problem. Dann das dritte, das vierte. Ja? Das ist unser Leben, ihr Lieben. Das ist nämlich gekommen. Ja? Das war überhaupt nicht von Gott vorgesehen. Und natürlich der Tod. Ja? Schon als ein Mensch geboren wird, schon lesen wir durch die erste Sache, da fangen unsere Zellen an zu absterben. Schon ist im Gang dieses Prozess in uns des Absterbens. Ja, das ist, ihr Lieben, überhaupt nicht das Leben, was Gott vorgesehen hat. Deswegen, dass diese erste Aufgabe, die den Heiligen Geist hat, und wenn er gekommen wird, er die Welt überführen von Sünden. Warum? Weil viele nehmen die Sünde etwas Harmloses. Ja, Gott, ja, höchstwahrscheinlich gibt es ihn Sünde. Ja, ich habe eigentlich keine Sünde. So schlimm habe ich ja niemand umgebracht. So schlechter Mensch bin ich nicht. Das ist die Erkenntnis, die viele Menschen haben. Deswegen wollen sie auch gar nichts von Gott hören. Und das meiste Teil der Menschen glauben nicht daran. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes, es uns vor Augen zu führen, es ist eine Katastrophe geschehen. Und das ist uns bis heute als Menschheit nicht bewusst, was geschehen. Es ist eine Katastrophe geschehen. Ja? Man hat uns das Leben geraubt. Das wahre Leben geraubt. Und man hat uns wirklich hingegeben zum Überleben, ein Kampf des Überlebens. Nicht nur unter uns Menschen, sondern auch der Natur. Ja? Wenn du durch den Wald gehst und du siehst einen Hirsch dort irgendwo, dann spitzt er gleich die Ohren und haut gleich ab. Das ist nämlich geschehen. Gefressen und gefressen werden, der Stärkste überwindet. Das ist nämlich geschehen. Das war aber nicht so. Das war total anders. Total anders. Sünde, ihr Lieben, ist was Schreckliches. Das ist nicht nur, das heißt ja, Bedeutung, das ist ja Zielverfehlung. Man hat es ja im Griechischen gebraucht, wenn jemand den Bogen geschossen hat und hat das Ziel nicht getroffen. Es ist weit, wir haben das Ziel weit verfehlt als Mensch, total weit verfehlt. Und die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, denn wir hier sehen, was Jesus sagt, ist einen Menschen zu überführen, vor Augen zu führen, damit wir als Menschen erkennen, Mensch, das was geschehen ist, ich habe einen total falschen Weg eingeschlagen. Wir als Menschheit haben einen total falschen Weg eingeschlagen. Es ist nicht das Leben, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir haben das Ziel total verfehlt. Und ich sündige nicht deswegen, weil ich sündige, sondern ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Der Tod ist in mich hineingekommen und die Sünde hat mein ganzes Leben zerstört. Und im Grunde bin ich ein toter Mensch. Auch wenn ich scheinbar äußerlich lebe. So wie Adam auch natürlich auch gelebt hat noch 800 oder 900 Jahre. Scheinbar das Leben. Das ist das scheinbare Leben, was wir haben. Aber das ist nicht das Leben, was sie hatten, wo sie im Paradies waren. Durch den Geist Gottes soll wirkliches neues Leben entstehen, eine ganz neue Schöpfung, als wollte Gott von Anfang an, ja, wir auch von Anfang an etwas Neues schaffen. Das ist nämlich durch den Geist, durch Pfingsten geschehen. Ja. Ein vollkommener neuer Mensch, ein zweiter Oscar. Der alte Oscar und der neue Oscar. Der alte Mensch und der neue Mensch. Der alte Mensch, der immer Probleme hat, der immer Schmerzen hat, mal tut es weh, mal da weh, dann musst du halt ein paar Tabletten schlucken, damit du weniger Schmerzen hast, damit du wieder weiter schaffen kannst. Ist bei euch auch so, ja? Ja? Wenn ich meinem Sohn helfe, muss ich das machen, ja? Ja, das ist einfach so, ja. Das ist der alte Mensch. Aber es gibt einen neuen Menschen, der freut sich, er weiß, was ihn erwartet, ja? Eine wirkliche, wunderbare Zukunft. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist das, vor den Menschen Augen zu führen, dass wir erkennen, weil die meisten erkennen das nicht. Wir sind hier, die meisten von uns sind hier und vielleicht auch zugeschaltet. Warum? Weil wir es erkannt haben, ihr Lieben. Ja, dieses Aha-Erlebnis, ich habe es erkannt. Mensch, ich bin ein verlorener Mensch. Eigentlich habe ich kein Leben in sich.
Jesus hat gesagt, lasst die Toten ihren Toten begraben. Spielt überhaupt keine Rolle. Das klingt schon hart, ja. Es klingt hart, aber im Grunde ist es wirklich so. Wir haben das wahre Leben verloren. Es ist nur eine kurze Zeit, wie wir hier auf Erden leben. Und dann hängt es davon ab, ob du das Leben hast oder nicht hast. Ja. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, den Menschen zu offenbaren, Mensch, du bist verloren. Begreif doch endlich mal. Auch wenn du denkst, du hast alles, ja, du hast ein schönes Haus, du hast eine schöne Arbeit, du hast dein Geld, du kannst Urlaub machen, je nachdem, durch die Umstände, ja, du hast, kannst dir alles kaufen noch zum Essen und so weiter, ja. Und dann denkt man, es ist alles, die Welt ist in Ordnung, aber im Grunde genommen ist nichts in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Der Mensch hat das Leben verloren. Und das muss ich erkennen. Und das haben wir ja erkannt, die meisten von uns. Ja. Ich war damals 20 Jahre alt. Ja. Ich habe keinen Sinn im Leben gesehen. Keinen Sinn, wirklich, mit 20 Jahren keinen Sinn im Leben. Für was bist du hier? Wo gehst du hin? Was machst du denn? Wie wird das dann weitergehen? Was wird nach dem Tode sein? Das sind Fragen, die einfach in meinen Kopf gestiegen sind. Und man hat einfach gedacht, ja, du hast keinen Sinn zum Leben. Heute nehmen sich viele Menschen das Leben, vor allem junge Menschen das Leben, weil sie keinen Sinn mehr sehen. Es scheint man, wenn der Montag wieder kommt, musst du wieder auf die. Also es fängt wieder diesen Trott wieder an, immer das Gleiche. Ja? Es ist ein Kampf ums Überleben, ja? Richtiger Kampf ums Überleben. Und die meisten Menschen kommen da nicht mehr hinweg. Und es ist wichtig, dass ich erkenne, wir als Menschheit haben gesündigt. Und erst dann, wenn ich das erkannt habe, das ist ja die Aufgabe des Heiligen Geistes, dann bietet er mir natürlich die Lösung an. Ja. Aber wenn ich es nicht erkenne, dass ich verloren bin, dass ich auf einem Holzweg mich befinde, das heißt, ich gehe in eine falsche Richtung, kann man mir nicht helfen. Okay? Einer, der da singt und du gibst ihm die Hand und er greift die Hand nicht, dann kannst du nicht helfen. Wenn ich nicht erkenne, dass ich gesündigt habe, dass die Sünde mich durchsäuert hat und dass ich eine sündhafte Natur habe und diese sündhafte Natur bringt mir den Tod, den sicheren Tod, und zwar den ewigen Tod. Ja. Überführt von der Sünde. Der Heilige Geist kommt zum Zweck, Menschen von der Sünde zu überzeugen, ihnen zu zeigen und zu sagen, Mensch, das ist die Sünde, wirklich so, wie du sie nicht siehst. Das ist dein Untergang. Du bist schuldig. Du bist für Ewigkeit verloren. Und das muss uns mal bewusst werden, dass wir verlorene Menschen sind. Viele fühlen sich ja überhaupt nicht verloren. Was redest du da überhaupt? Mir geht es doch gut, ist doch alles in Ordnung. Ich habe eine intakte Familie. Ja? Ich habe doch alles. Ich bin doch gar nicht verloren. Ich habe mich doch nicht verirrt irgendwo im Wald. Nein. Wir sind Sünder, weil wir Sünder sind. Wir haben eine sündhafte Natur und die hat uns den Übel gebracht, in dem wir uns heute befinden. Die hat uns den Tod gebracht. Das ist die Tatsache. Das alles Negative kommt nur von daher. Aber es ist nicht Gott daran schuld, der Teufel auch nicht. Wir sind daran als Menschen schuld. Wir haben uns entschieden. Und es ist wichtig, dass der Geist Gottes diese Aufgabe hat, uns das vor Augen zu führen, Mensch, ich liege total falsch. Ich bin kein guter Mensch, sondern ich bin ein schlechter Mensch. Verdorben, total. Wir sind lebendig tot. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite lesen wir hier, er überführt die Menschen der Gerechtigkeit gegenüber. Wenn du das in Konkordanz angibst, im Alten Testament, findest du überhaupt nicht diese Rechtfertigung des Glaubens durch die Gerechtigkeit aus Glauben? Findest du nicht. Und wenn, gibt es ein paar Prophezeiungen, die gleich hinweisen auf Christus. Es gibt keine Gerechtigkeit oder Rechtfertigung aus Glauben ohne Christus. Ohne das Kreuz gibt es keine Rettung. Natürlich finden wir im Alten Testament, dass es, sagen wir so, theoretisch möglich ist, gerettet zu werden aus Werken. Aber praktisch unmöglich. Das schafft keiner nicht, das hat bis jetzt keiner geschafft. Niemand. Theoretisch möglich, praktisch unmöglich. Dass keiner nicht gerecht ist. Auch nicht einer.
Auch wenn wir im Alten Testament finden, dass Gott zum Beispiel sagt von Henoch, und dann nennt er diese drei Personen, David und Noah oder wie auch immer, drei Personen nennt. Auch wenn diese, ja, drei Personen, scheinbar, ja, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Kleid. Wir haben nichts, dass wir uns aus dem Sumpf selber rausziehen können. Auch dieser junge Mann, der zu der Hochzeit gekommen ist, kennen wir diese Geschichte, und hat seinen eigenen Anzug angezogen, seine eigene Gerechtigkeit, und dachte, das ist genug, um der Anwesenheit dort zu sein auf der Hochzeit. Man hat ihn rausgeschmissen. Ja? Passt nicht. Wir haben keine passende Kleider, die zu diesem Fest passen. Keine passende Kleider. Ja? Das bedeutet, wir haben keine Gerechtigkeit nachzuweisen, die uns retten könnte, die uns helfen könnte. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, ja, die Menschen zu überzeugen, es gibt nur eine Möglichkeit, nicht aus eigener Gerechtigkeit, sondern aus dem, was Gott durch Christus getan hat. Alles andere kann man vergessen. Und trotzdem versuchen heute viele Religionen, es versuchen viele Menschen und leider auch im christlichen Bereich, durch ihre eigenen Werke gerecht zu werden. Funktioniert nicht. Geht gar nicht. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns das vor Augen zu führen: Mensch, du hast nichts, was du vorweisen kannst, das dich retten kann. Nichts, absolut nichts. Wir können gar nichts. Es gibt so ein Anspiel im Internet, ne? Da ist jemand vom Thron Gottes gekommen und dann musste er 100 Punkte, glaube ich, haben. Dann hat er Koffer rausgeholt mit Gold und dann mit Edelsteinen und das wurde dann zu Sand und alles. Er hat nichts, gar nichts, reicht nicht. Naja, ich habe da was Gutes getan, gut, kriegst du 2 Punkte. Wie nur 2 Punkte? Ja, schafft keiner nicht die Punktzahl. Die andere, die ist vorbeigegangen. Wie konnte er vorbeigehen, ohne zu fragen? Ja, das ist der Glaube, der durch den Glauben die Gerechtigkeit erlangt hat, der Glauben an Jesus Christus. Niemand von uns kann einen Wandel vorweisen, der vor Gott gerecht wäre, gut wäre, genug gut wäre. Kann, haben wir nicht. Na, keiner von uns. Können wir nicht. Können wir nicht nachweisen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, lesen wir in den Prophezeien, aber das war eine alttestamentliche Prophezeiung, die auf Christus gezeigt hat, nur auf ihn. Christi Blut und Gerechtigkeit, wie heißt das Lied noch einmal? Das ist mein Schmuck, und wer heißt es noch einmal? Und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist es. Alles andere kann man vergessen. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu zeigen, du kannst dich bemühen, du kannst machen, was du willst, aber das langt nicht. Erreichst du nicht die Punktzahl. Von 100 kriegst du vielleicht 2 oder 3. Das reicht nicht. Die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja. Die dritte Aufgabe: Überführung um das Gericht. Wem hat der Vater das Gericht übergeben? Wer weiß das? Er hat ja alles seinem Sohn übergeben. Der Heilige Geist versucht uns deutlich zu machen, dass der Fürst dieser Welt bereits gerichtet, wer weiß das? Gerichtet ist, und zwar am Kreuz, okay? Das Gericht ist über ihn gesprochen, spielt keine Rolle. Auch wenn er 3,5 Jahre noch hier auf Erden herrschen wird, dann ist es ihm diese Frist gegeben, aber das Gericht ist für ihn schon bereits ausgesprochen. Auf ihn wartet der ewige Tod. Auch wenn er auf kurze Zeit freigelassen wird nach 1000 Jahren, spielt überhaupt alles keine Rolle. Nicht? Der Fürst dieser Welt ist bereits am Kreuz gerichtet. Er ist besiegt. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das bewusst zu machen. Du brauchst ihn nicht besiegen, du brauchst dich nicht anstrengen, das schaffst du ja sowieso nicht, sondern er ist ein besiegter Feind. Und das muss uns langsam bewusst werden, okay, Lieben? Viele begreifen das nicht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus kam nämlich, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat sie zerstört am Kreuz.
und er hat die Macht oder die Herrschaft des Teufels über uns Menschen gebrochen. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich. Schubst mal deinen Nachbar, keine Macht. Du denkst, ah, der Teufel, der hat das gemacht. Nein, nein, der hat keine Macht nicht. Ihr Lieben, wenn der Teufel Macht hätte über uns, würden wir heute hier nicht sitzen. Der Satan würde aus uns Hackfleisch machen. Würde die Welt anders aussehen. Höchstwahrscheinlich wird einer von den Planeten, der schon längst kein Leben ist, alles nur tot. So würde das sein. Ja? Wenn er Macht hätte. Er ist einer, der alles zerstört, was Gott erschafft. Ja? Er hat aber keine Macht. Und das muss uns bewusst werden, ihr Lieben. Dass Christus ihm die Macht entnommen hat, und der Teufel weiß ganz genau, dass er wenig Zeit hat. Und dann versucht er natürlich, viele Menschen einzuschüchtern, als hätte er noch Macht. So gebrüllt er manchmal. Ja? Aber Zähne hat er ja nicht, beißen kann er nicht. Aber brüllen kann er, einschüchtern kann er uns. Damit wir in Zweifeln kommen. Und zwar fangen wir an zu zweifeln an die Verheißungen Gottes, an das, was Jesus bereits alles getan hat. Und dann ist ja klar, wenn wir zweifeln und dann fangen wir an zu jammern, dann wird uns noch schlechter und noch schlechter. Und dann ist ja klar, dass er uns austricksen möchte, als hätte er dann immer. Er hat ausgezogen den Fürstentümer und die Gewaltigen, heißt es, zu öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumphzug über sie gezogen. Das hat Jesus getan. Er hat ihn bereits besiegt. Sein besiegter Feind. Ist egal, auch wenn er brüllt in deinem Leben. Er hat über dich keine Macht und wird auch keine Macht haben. Du hättest keine Macht, wenn sie dir von oben nicht gegeben wäre, heißt es dort. Ja? Keine Macht. Jesus wusste das ganz genau. Weißt du nicht, dass ich Macht habe? Du hättest keine Macht. Deswegen hat er auch keine Macht. Auch wenn manchmal in unserem Tage kommen werden, wo dann heißt es, wenn diese bösen Tage kommen werden, ja, dass wir an diesem Tage bestehen können, wenn die Versuchung kommt. Ja? Damit wir uns nicht einschüchtern lassen, als würde das so aussehen, dass der Teufel über uns Macht hat. Und dazu ist der Geist Gottes ausgesandt worden, damit wir das, ihr Lieben, erkennen. Ja? Damit wir den Zustand der Sünde erkennen, wie schlimm der ist, und gleichzeitig zu zeigen, dass es eine Lösung gibt, und zwar eine Rechtfertigung aufs Glauben durch Christus, ja? Keine eigene Gerechtigkeit, und dann natürlich zu zeigen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und dass er keine Macht mehr hat. Jemand kam zu mir und gesagt, Oskar, als ein wiedergeborener, gläubiger Kind Gottes, sagte, Oskar, könntest du mal für mich beten, damit ich nicht mehr rauche, damit ich frei werde. Da habe ich gesagt, du bist frei, bete ich nicht für dich. Schlimm, Oskar, ist schlimm, gell? Ich bin nicht schlimm, ja? Ich habe gesagt, du bist frei. So wie du angefangen hast, so kannst du auch aufhören. Versteht ihr das? Lass dich doch nicht einschüchtern, als würde du ein Sklave sein. Du bist ein freier Mensch. Genauso wie du angefangen hast, kannst du aufhören. Du bist ein freier Mensch. Du kannst heute rausgehen und aufhören. Dazu hat Jesus alles bezahlt. Und das, ihr Lieben, ist es wichtig, dass es uns bewusst wird, dass Christus bereits uns befreit hat, dass wir freie Menschen sind und dass wir uns nicht vergaukeln lassen, als würden wir noch Sklaven sein und als hätte er die Macht über uns und ich komme da nicht hinweg. Kommst du weg? Wir müssen fasten, nicht deswegen, damit wir frei werden, sondern fasten, damit uns das bewusst wird, dass wir bereits freie Menschen sind. Und diese Erkenntnis muss kommen durch den Heiligen Geist, dazu ist er gesandt worden. Ich bin ein freier, ach so bin ich ein freier Mensch? Du bist ein freier Mensch. Der Geist Gottes muss es mir offenbaren. Ich muss anfangen daran zu glauben. Es muss mir bewusst werden, dass ich bereits ein freier Mensch bin. Als Christ ein freier Mensch bin. Ist das so? Amen. Jesus hat bereits alles dazu bezahlt. Und ihm gefunden werde, indem ihr nicht meine Gerechtigkeit habe aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit, die aus Gott auf dem Grund des Glaubens ist. So wie du glaubst, so wird es auch geschehen. Glaubst du, dass du nicht davon wegkommst, kommst du nicht weg. Glaubst du, dass du davon wegkommst, kommst du davon weg. Wer bietet, der empfängt. Wer nicht bietet,
empfängt nichts. Ja. Ihr Lieben, das muss uns bewusst werden, was wirklich am Pfingsten geschehen ist. Das ist eine Vollmacht, die gekommen ist, uns wirklich zu helfen, wenn wir uns helfen lassen. Das ist einfach so. Wenn jemand am Ertrinken ist und ich sage, hier, meine Hand, ich kann dir helfen, dann sagt er, nein, ich warte, bis Gott kommt und mir hilft. Ja? Kannst du so einem Menschen noch helfen? Kannst nicht. Ja. Geht gar nicht. Wenn wir das ablehnen, was Gott bereits getan hat. Also gibt es natürlich, jetzt sagt Paulus in Kapitel 8 in Römer, keine Verdammnis für die in Christus Jesus, denn das Gesetz des Geistes in Leben in Christus wird mich irgendwann mal frei machen. Ja? Heißt es dort so? Nein, nein, nein. Dass das Gesetz des Geistes in Christus hat dich bereits frei gemacht. Und zwar Gesetz der Sünde und des Todes. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Okay? Was über uns jetzt Macht hat, ist Christus. Und niemand lebt mehr oder weniger. Unser Leben ist abhängig von dem, was Gott sagt, nicht was die Ärzte sagen. Das ist ganz wichtig. Spielt keine Rolle, was der Arzt gesagt hat. Du wirst nicht mehr lang leben und so weiter. Nicht er entscheidet über dein Leben, sondern es gibt jemanden, der über mein Leben entscheidet. Okay? Und du kannst dich 10-mal impfen lassen. Das wird dich nicht retten. Aber wenn du glaubst, das ist die größte Impfung. Du glaubst an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das, was uns das Leben gibt. Ich möchte nicht Impfung jetzt irgendwie erniedrigen oder zunichte machen. Das ist, hat seinen Teil und seinen Bereich. Aber, ihr Lieben, es ist nicht das, was Christus für uns gebracht hat. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünden, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und den Dienst, den er gebracht hat, ist ein ganz anderer Dienst als das, was wir uns als Dienst manchmal vorstellen. Ja? Zuerst, dass der Mensch erkennt, dann, dass er bekennt und dann entsteht neues Leben in uns. Wir werden wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus dem lebendigen Wort Gottes. Ja, geboren aus Christus. Und zwar ein ganz neuer Mensch, okay? Keine Reparatur. Ja, Gott macht keine Reparatur. Es ist auch kein Austauschdetail, ja, beim Auto. Man tauscht es aus und macht was anderes. Nein, es ist eine ganz neue Schöpfung. Wer in Christus ist, eine ganz neue Schöpfung, eine ganz neue Kreatur. Es ist ein total neuer Mensch, okay? Und dieser neue Mensch ist der Mensch, den Gott auch schon damals geschaffen hat, von Anfang an. Ich stelle euch eine einfache Frage. Wann wurden die Jünger Jesus wiedergeboren? Ihr kennt ja meine Glaubensausrichtung. Ich komme ja von lutherischer Brüdergemeinde über Baptistengemeinde 10 Jahre. Ja. Und da hat man viel, viel über den Heiligen Geist diskutiert, ihr Lieben. Und viele Menschen haben das immer noch nicht begriffen, was er ist. Ja. Die beten immer noch und sagen, Herr, warum bist du gegangen? Warum? Weil wir immer noch nicht verstanden haben, wozu der Heilige Geist hier ist. Dass er uns wirklich helfen möchte und zwar jeden Tag helfen. Okay? Das ist Pfingsten, ihr Lieben. Parakletos, er ist ein Gehilfe, er ist ein Helfer. Wisst du, was ein Helfer ist? Wenn ich zum Frank komme und sage, Frank, ich möchte dir was helfen im Garten. Okay? Wir graben mal deinen Garten um. Ja? Zu zweit ist doch leichter, oder nicht? Oder ich mache es für dich. Das ist ein Helfer. Und sagst, nein, ich will, ich mache das allein. Mach, okay, kannst machen. Ja. Aber er ist derjenige, der uns helfen möchte. Und zwar in allen unseren Lebenssituationen. Und zwar in allen Bereichen. Gott hat uns nicht weise gelassen. Er hat uns nicht alleine gelassen. Bitte sag nicht, dass du alleine bist. Du bist nie alleine, Margret. Niemals bist du alleine. Okay? Er ist immer bei uns. Immer. Und er möchte uns helfen. Wir lesen im Alten Testament, ihr Lieben, an vielen Bibelstellen, dass der Geist Gottes auf die Menschen kam und sie wurden bevollmächtigt, im Geiste zu dienen.
Lies mal den ganzen Alten Testament. Lies mal den ganzen Alten Testament. Aber du lest nirgendwo, dass der Heilige Geist in den Menschen kam. Nirgendwo. Nirgendwo. Dass er auf sie kam und dann wurden sie bevollmächtigt zu dienen. Dazu brauchst du keine Wiedergeburt. Um zu dienen im Geiste brauchst du keine Wiedergeburt. Der Geist Gottes muss auf dich kommen. Und dann fing der Saul an, als König zu dienen. Und dann liest und kam, sagte Gott, ich nehme den Geist von dir, von Moses, und lege auf die 70 Ältesten. Und dann fingen sie an zu prophezeien. Und dann hat er gesagt, schau mal, die zwei, die sind nicht mal gekommen und die reden auch dort, und prophezeien auch dort. Und dann sagt Moses, es wäre schön, wenn alle das bekommen. Er hat gesehen, wie ein Mensch auf einmal zack verändert worden ist und auf einmal ganz andere Gesinnung hat und dann aufgehört hat zu murren, sondern sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen, anstelle zu murren. Das geschah, als der Geist Gottes kam, ihr Lieben. Wiedergeburt und Geistestaufe oder Pfingsten sind zwei total unterschiedliche Dinge. Deshalb habe ich euch die Frage gestellt, wann wurden denn die Jünger wiedergeboren? Wann haben sie Wiedergeburt erlebt? Ha? Zum Pfingsten? Nein. Zum Pfingsten wurden sie nicht wiedergeboren. Einige von ihnen, ja, schon. Und, aber das, was zum Pfingsten ist geschehen, was ganz anderes, als was in Johannes Kapitel 20, 19 und 22 geschehen ist. Ja? Lesen wir erste Mal überhaupt im Neuen Testament, erste Mal, und zwar in Johannes 20, als es nur Abend war, an jenem Tag, der ersten Woche an der Türe, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hat, zeigte ihnen die Hände an die Seite. Die Jünger haben sich natürlich gefreut, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach wieder zu ihnen, Friede sei euch. Wie der Vater mich ausgesandt, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht ihnen, empfängt den Heiligen Geist. Erste Mal lesen wir überhaupt, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, in den Menschen kommt. Das ist die Wiedergeburt. Das ist das, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, Johannes 3. Du musst von neuem geboren werden. Da scheiden sich die Geister. Lieben, wenn wir mal über den Heiligen Geist sprechen, heute scheiden sich einfach die Geister. Ja? Weder Lutheraner noch Baptisten noch Pfingstler kommen zu dem zurecht, was den Heiligen Geist betrifft. Wir haben alle so unsere eigenen Probleme, ihr Lieben, bezüglich des Heiligen Geistes. Wir beschränken uns kurzfristig auf unsere Meinungen. Und das ist ein großes Problem. Wir haben immer noch nicht verstanden, was am Pfingsten wirklich geschehen ist. Das, was wir hier lesen, lesen wir genau das Gleiche in dem ersten Buch Moses, nämlich genau das gleiche Wort, Nashama, wo Gott den Odem des Lebens den Menschen hineinhauchte und er blies sie an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das geschah nämlich hier, wo Jesus die Jünger anhauchte und sie von neuem geboren wurden. Da entstand das neue Leben. Aber zwischen der Wiedergeburt und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, ihr Lieben, ist ein riesengroßer Unterschied. Zwischen dem, dass er in mir das neue Leben bewirkt und zwischen dem, dass er auf mich kommt und sich selbst ansteuert, vom Auto hinsetzt oder Frank sich nebendran hinsetzt und sagt, so, jetzt übernimmst du das Steuer vom Auto und ich bin nebendran. Das sind zwei riesengroße Unterschiede. Zwischen dem Dienst des Geistes und dem Dienst des Fleisches ist ein riesengroßer Unterschied. Es sieht fast gleich aus, aber es ist ein Riesenunterschied. Zwischen dem, wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken und zu dienen und zwischen dem, was wir versuchen, ich sage mal, was wir experimentieren als Gläubige, und zwar in allen Schichten, ob das jetzt Lutheraner sind oder Baptisten und sogar Pfingstler. Das ist was ganz anderes. Pfingsten ist was ganz anderes. Wenn der Geist Gottes auf einen Menschen kommt,
Ich denke, jeder von euch kann es erzählen. Frank hat das letzte Mal gesagt. Wäre schön, wenn jeder mal ein bisschen erzählt von dem, was er in seinem Leben erlebt. Und wir müssen ehrlich sagen, als wir erlebt haben, als der Geist Gottes auf uns gekommen ist und wir Dinge erlebt haben, übernatürliche Wirkung des Geistes Gottes, das ist der Dienst des Geistes. Und zwar, jeder oder meiste von uns können von solchen Erlebnissen erzählen. Okay? Das ist nämlich ein Dienst des Geistes. Was ganz anderes als das, was wir versuchen. Okay? Das ist Pfingsten. Hier heißt es, dieses gleiche Wort, Nashama, dieses Wort, ja, bedeutet atmen. Was es bedeutet? Atmen, das Leben. Und Gott blies den Menschen den Odem des Lebens hinein und er wurde eine lebendige Seele. Und als Jesus nach der Auferstehung zu ihnen kam, blies er sie an und sagt, er hauchte sie an. Hier kommt dieses gleiche Wort in Hebräischen, das gleiche Wort, das neue Leben. Okay? Das ist was ganz anderes. Jetzt hol mal richtig Luft, hol mal Luft und atme aus. Deswegen atmest du. Das ist das Leben. Du lebst nicht, weil du atmest, sondern du lebst, weil Gott dir das Leben geschenkt hat. Ja. Und die Menschen, die dann irgendwann aufhören werden zu atmen, haben wir das vielleicht, oder die meisten, die auch im Krankenhaus vielleicht arbeiten, haben das miterlebt. Weil der Mensch dann zum Schluss einatmet und dann ausatmet. Das habe ich persönlich mehrmals erlebt. Und dann ist die Seele weg. Das Leben ist weg. Und das, ihr Lieben, ist etwas ganz anderes. Der Dienst des Geistes oder das, was Jesus sagte, ich werde euch mit dem Heiligen Geist oder er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, ihr Lieben, ist etwas ganz anderes als den Dienst, den wir manchmal uns vorstellen, wo wir als Christen, vergib mir, dass ich das einfach so sage, experimentieren. Und was ganz anderes. Jeder von uns könnte Erlebnisse erzählen, wo wirklich das geschehen ist. Wo Geist Gottes auf uns gekommen ist, erstmals in uns gekommen ist und wir Wiedergeburt erlebt haben, das ist das eine. Und das zweite Mal, wo er auf uns gekommen ist und er übernatürliche Dinge bewirkt hat, ihr Lieben. Okay, das sind zwei total unterschiedliche Sachen. Um einen bevollmächtigten Dienst zu tun, brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Okay? Ohne ihn läuft nichts. Ohne ihn experimentieren wir. Okay? Das müssen wir begreifen. Das bedeutet, was ich heute möchte, dass wir aufs Neue das begreifen, dass ohne das Leben selbst ist das Leben nicht möglich. Ohne den Heiligen Geist. Und es ist wirklich, dass wir diesen Verlangen oder dass wir diesen Hunger aufs Neue bekommen, dass der Geist Gottes in unserem Leben anfängt zu wirken, in deinem Leben, in meinem Leben, ob das Lobpreis ist, ob das ein Dienst ist, ob das jetzt eine Predigt ist, ob du jetzt irgendwas machst, dass es durch den Geist Gottes bewirkt. Der Geist Gottes kam über den Simson und er nahm einen Löwen und zerriss ihn in Stücke. Das ist ihr Lieben. Unvorstellbar. Ja? Unvorstellbar. Was uns als Gläubige überhaupt zur Verfügung steht, was Gott überhaupt wirken möchte, was eine Gemeinde des Neuen Testamentes überhaupt ausmacht und wie sie sein sollte und wie sie ist, ist ein großer Unterschied. Okay? Es ist ein schwaches Bild. Dessen, was wir heute in Gemeinden sehen, zu Vergleich dessen, was Gott bewirken kann. Und wir haben auch gesungen, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wenn Gott anfängt zu wirken in unserem Leben und wenn seine Herrlichkeit sich offenbart, ist es was ganz anderes. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist ein total großer Unterschied. Ja? Ich war damals ein junger Mann und ich war gegen das Zungenreden. Ich war ein harter Baptist, ich habe diskutiert mit dem Pfingstler.
wo wir von der lutherischen Brüdergemeinde gegangen sind, dann wussten wir nicht, wo sollen wir gehen. Gehen wir zu Baptisten oder zum Pfingstler? Und dann habe ich einen Pastor von Baptistengemeinde geholt, einen Pastor von Pfingstler. Und dann habe ich ihnen Fragen gestellt. Ich wollte gucken, wer mich mehr überzeugt in seiner Sichtweise. Der Pfingstler sagte zu mir: Oskar, du betest nicht in Zungen, also bist du nicht wiedergeboren. Da habe ich gesagt, das brauchst du mir doch nicht erzählen. Ich komme von einer ungläubigen Familie. Ja, ich war der Erste, der sich in eine Familie bekehrt hat. Ich erlebte eine starke Wiedergeburt, und zwar in Schillerstraße. Das war am 24.10.1981. Das war in der Baptistengemeinde. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass ich nicht von neuem geboren bin, habe ich gesagt. Aber du betest nicht in Zungen. Wenn du nicht betest in Zungen, also bist du nicht wiedergeboren, hast den Geist Gottes nicht. Da habe ich gesagt, nein, das überzeugt mich überhaupt nicht. Und Baptist hat natürlich dann gesagt, naja, weißt du, das ist alles so früher gewesen, jetzt das, diese ganze Geistesgaben, das gibt es alles nicht mehr, das war damals früher. Das Wirken des Geistes Gottes ist beschränkt auf Wiedergeburt und so weiter und so weiter. No, okay, das hat mich kurzfristig ein bisschen überzeugt, weil er schon an meiner Stelle war, wo ich diese Wiedergeburt erlebt habe. Und ich wollte nichts mit den Pfingstlern zu tun haben, absolut nichts. Wir haben sehr viele Freunde als Pfingstler, die zu uns gekommen sind. Und sobald sie anfingen, über Geistesgabe zu reden oder Zungen reden, habe ich gesagt, Schluss, sonst müsst ihr raus hier vom Zuhause. Ja. Ich wollte nichts davon wissen. Meine Frau kann das bezeugen, so ist es. Ich habe nicht zugelassen, dass sie diskutieren. Ja. Weil man mir schwarz machen wollte, dass du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht in Zungen reden kannst. Das ist ein Blödsinn, ist das. Wir haben wunderbare Geschwister unter der lutherischen Brüdergemeinde, auch unter den Baptisten, die wiedergeboren sind, die gerettet sind, aber wiederum noch nicht erkannt haben, dass es noch mehr gibt, okay, ihr Lieben? Und nicht nur beschränkt auf Zungenreden, sondern auch wirkliches Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben. Versteht ihr das? Wir haben eine dessen Fülle von Gott bekommen, welche wir überhaupt nicht nutzen, was Gott möchte, dass wir nutzen können. Ich weiß noch, wir hatten ein 10-jähriges Jubiläum in Baptistengemeinde und der Pastor damals sagte zu mir: Oskar, du warst ja von Anfang an dabei, also wirst du ein bisschen Geschichte erzählen der Gemeinde. 10-jähriges Jubiläum. Dann habe ich mich zu Hause vorbereitet. Habe ich gedacht, mein Gott, 10 Jahre diene ich Gott und ich habe niemals nicht abgesagt. Ich habe mich immer gewartet, bis jemand zu mir kommt und sagt, willst du predigen? Da rannte ich, liebte über das Wort Gottes zu erzählen. Ja? Ich habe jeden Sonntag darauf gewartet, dass er zu mir kommt und fragt, dass ich predigen darf. Unsere Woche, zwischen der Woche war ausgebucht. Fast jeden Abend, Jugendstunde, Chorstunde, Übstunde. Ich habe sogar im Chor gesungen, obwohl ich nicht singen kann. Ich habe versucht, alles zu machen, weil ich liebte Gott. Ich habe einfach meine Bibel auf der Arbeit mitgenommen. Bei Audio habe ich den Leuten erzählt von Christus mit der Bibel in der Hand. Ein Moslem sagte, ich bringe dich um. Ja? Mein Herz brannte für Christus. Ich liebte Gott über alles. Ja, das war richtig. Ja. Plus habe ich meine Probleme mit diesem Pfingsten, Ausgießung des Geistes gehabt, mit einem den Zungenreden und so weiter. Aber ich liebte den Heiligen Geist über alles. Ich wusste ganz genau, dass es mein Helfer ist, der mir das Leben geschenkt hat. So, und als wir dieses 10-jährige Jubiläum hatten und ich mich vorbereitet habe, dann dachte ich, ich habe so viel Frucht gebracht für den Herrn. 10 Jahre diene ich Gott und ich habe ihn niemals nicht abgesagt, dass ich predige. Wir waren immer unterwegs mit der Jugend und es war nie langweilig, wie heute schon junge Kinder sagen, uns ist langweilig. Wir waren immer unterwegs, wir haben immer was gemacht. Ja. Und dann dachte ich natürlich, ich habe viel Frucht für den Herrn gebracht, ja, in diesen Jahren. 5 Jahre lutherische Gemeinde, 10 Jahre Baptistengemeinde. So, und dann kam über mich ein Zweifel. Und ich betete ein Gebet, das ich bis jetzt überhaupt noch nie gebetet habe. Und ich habe gesagt, Herr, überprüfe meinen Dienst. Ja. Das ist manchmal nicht schlecht, wenn du so betest. Prüf und erforsche mich, wie meine ich es, was für eine Einstellung habe ich. So, ich weiß nicht, was passiert ist. Entweder bin ich eingeschlafen oder ich war im Geisterweg. Ich stand von einem hellen Licht, meine Hände waren voll mit Früchten, richtig so schön, da habe ich mich gefreut, ja, dass ich so viel Frucht für den Herrn gebracht habe.
Da fiel das Feuer herab, verbrannte alles, was ich hatte, und es blieb etwas ganz Kleines drin. Und ich näherte mich zu schauen, was da überhaupt noch drin war. Und dann komme ich zu mir. Ich war wie schweißgebadet. Ich habe gesagt, Herr, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich so wenig Frucht gebracht habe. Das kann nicht sein, David. Was mache ich falsch? Dann habe ich gedacht, jetzt musst du aber noch mehr streng sein. Und ich war sehr ein strenger Christ, was die Äußerlichkeit bezogen und so weiter. Ja. Aber jetzt musst du noch strenger sein, noch mehr die Bibel lesen, noch mehr zu dienen. Ja, aber da lag ich total falsch. Ne? Ich diente den äußerlichen Menschen mehr als den inwendigen Menschen. Das ist, ihr Lieben, wenn wir das neue Leben gar nicht so kennen, was wir erlebt haben, diesen neuen Mensch, den wir in uns ist. Wenn wir einen Dienst des äußerlichen Menschen verziehen als den inwendigen Menschen. Ich war dermaßen kaputt, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen soll. So, was habe ich gemacht? Ich habe dann natürlich nicht mehr gepredigt. Ne? Da habe ich meinen Schwiegervater angerufen und gesagt, du wirst am Sonntag predigen, wir fahren weg. Wir sind weit weggefahren, irgendwo auf die Hochzeit hat uns jemand eingeladen. Ich habe gesagt, ich werde nie mehr predigen. So kaputt war ich. Ich war dermaßen zerstört, innerlich zerstört, dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Und in diesem kaputten Zustand habe ich versucht, immer zu meiden, etwas zu sagen, ja, zu predigen. Das erste Mal, wo ich dann nicht mehr predigen wollte, weil ich nicht mehr sagen kann, was ich sagen soll, weil ich die Welt nicht mehr verstand, weil ich zerbrochen war. Okay, weil ich total zerbrochen war. Dann fing ich an zu fragen, Herr, was mache ich falsch? So. Und wenn jemand meint, in Baptistengemeinde gibt es keine Geistestaufe, dann habe ich eine erlebt. Und zwar während dem Gottesdienst, als ich dann hinten gesessen bin, weil ich wusste, ich werde die Gemeinde verlassen müssen. Und wir waren total kaputt, weil wir wussten nicht mehr wohin. Von der lutherischen Brüdergemeinde sind wir gegangen, jetzt von Baptistengemeinde. So. Und in diesem Zerbruch, ja, bete ich dann hinten. Ganz laut. Und dann drehte mir jemand die Lautstärke runter. Kennt ihr das, ja, wenn du ein Lied anhörst und auf einmal dreht jemand die Lautstärke runter. Ich betete ganz normal laut, aber ich hörte mich immer leise, 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 leise. Da denke ich, jetzt Oskar, jetzt ist es soweit gekommen, jetzt drehst du langsam durch, wirst du geistlich verrückt. Das hast du übertrieben. Das habe ich 2 oder 3 Mal erlebt in der Baptistengemeinde. Ich wusste nicht, was es ist. Dann habe ich gesagt, okay, laut sage ich Amen. Aber ich werde versuchen, weiter zu beten. Guck mal, wohin es läuft, was mit mir passiert. So, ich fing an, in Zungen zu sprechen, in andere Sprachen zu sprechen. Das Erste, was ich sagte, habe ich gesagt, Herr, warum gibst du mir diese Zunge? Du weißt ganz genau, ich bin gegen Zungenreden. Das habe ich zum Herrn gesagt. So, ich bin doch gegen Zungenreden. Aber ich war nie gegen den Heiligen Geist. Ja, und es dauerte eine Weile, bis ich dann verstanden habe, dass es etwas Nützliches ist und dass ich auch. Aber was ich damals erlebt habe, habe ich bis jetzt nie erlebt in meinem Dienst, solange ich gläubig gewesen bin. Ich weiß, damals sind wir ins Krankenhaus gefahren, da war jemand von der Gemeinde, kleines Kind im Krankenhaus, noch nebendran ist jemand gelegen und wir haben für die Person gebetet, am nächsten Tag sind sie nach Hause gegangen. Ja? Dann hat uns Gott zu Menschen geschickt, die besessen waren und alles Mögliche. Und dann habe ich erstmals in meinem Leben erlebt, wie die Gabe der Erkenntnis funktioniert, wie die ganzen Gaben funktionieren, als ich dann auf einmal erkannte über die Person, die vor mir war, wo der gewesen ist, was er gemacht hat und so weiter. Ja. Ich war damals bloß jung und ich habe das nicht ernst genommen. Ja. Und das, ihr Lieben, ist Pfingst. Das ist ein Dienst des Geistes, ihr Lieben. Das ist was ganz anderes. Wozu ich das alles sage? Damit ich uns auffordere, aufs Neue die Gegenwart des Geistes in unserem Leben zu bitten, dass er anfängt zu wirken. Ohne ihn ist scheinbar ein Dienst, aber nicht den Dienst, den Gott möchte. Es ist nicht die Herrlichkeit, die sich offenbaren möchte. Es ist nicht die Herrlichkeit, die sich offenbart heute in den Gemeinden, die sich offenbaren möchte, lieben. Ja? Dass wir als Gemeinden anfangen, darüber zu beten, dass seine Herrlichkeit noch einmal kommt. Und noch einmal sichtbar wird die Herrlichkeit des neuen Bundes, die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi, die Herrlichkeit des Dienstes des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte ist ein schwaches Bild, was hier geschrieben steht.
ja, Apostelgeschichte. Es müsste anders geschrieben werden. Es sind die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Das, was wir da lesen, ihr Lieben, ist das, was Gott gewirkt hat durch den Heiligen Geist, indem er Menschen benutzt hat. Und das ist ein ganz anderer Dienst. Das ist der Dienst des Geistes. Amen. Lasst uns mal gemeinsam dafür beten. Ja? Habt ihr noch ein Lied? Ja? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Pfingsten, für den Heiligen Geist. Danke dir dafür, dass du etwas Neues auf diese Erde gesandt hast. Und zwar die dritte Person Gottes, der Heiligen Geist. Ich danke dir, dass sich offenbart hat, damals zu Pfingsten, deine Herrlichkeit und deine Kraft. Immer wieder durch Jahrtausende hindurch hast du ab und zu gezeigt, was es bedeutet, den Dienst des Geistes. Herr, wir sind so am Ende der Zeiten angekommen und mein Bitten ist es, Herr, dass du noch einmal deine Herrlichkeit offenbarst, Herr. Und zwar den Dienst des Geistes, das Wirken des Geistes in unserem Leben, Herr, in den Gemeinden, Herr. Dass du noch einmal der Welt zeigst, was es bedeutet, wenn du an Ruder kommst, wenn du anfängst zu wirken, Herr. Ja, wir haben uns in vielen vertan, vieles haben wir, habe ich dich vielleicht auch betrübt, auch damals nicht ernst genommen, weil ich ein junger Mann damals war, immer auch im Geiste, Herr, vergib es, Herr. Dass wir unüberlegt dich betrübt haben, unüberlegt einfach dich zur Seite geschoben haben und mit unserer eigenen Kraft versuchen, dir zu dienen. Wir möchten offen sagen, wir sind schuldig, Herr. Wir möchten uns nicht verstecken wie Adam und Eva, sondern wir sagen, Herr, wir haben einen Fehler gemacht, vergib es uns, Herr. Wir haben viele Jahre experimentiert in unserem Leben. Wir haben vieles falsch gemacht, Herr, in unserer Sichtweise, in unserer Handlungsweise. Vater, du hast gesagt, wenn wir bitten, bitten um deinen Geist, dass du ihn gerne uns gibst. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dass die Kraft des Heiligen Geistes noch einmal auf dein Volk in dieser letzten Zeit kommt. Wir möchten die Herrlichkeit des Dienstes des Geistes erleben. Das bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu. Amen.